ihr irgendeinen Fetisch? Und wenn ja, was für einen? Also drei habe ich schon gesagt. Und dann noch eine Sache, wenn so jemand von der Seite zuguckt, wie ich das mit einem anderen mache. Bruder, nein. Sie mag es, wenn irgendwelche Leute ihr zugucken, wie sie einfach gemacht wird. Bruder, Daddys ganzer Stolz, Digga. Chat, es gibt doch eine Bezeichnung dafür, oder? Bruder, nein, das Eib. Das Eib, Chat. Das ist Eib. Und er blinddatet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur ein übrig. Stell dich doch mal vor. Was geht ab, Leute? Ich bin Rito und 22 Jahre alt und bin hier, um meine große Liebe zu finden. Oh, was suchst du genau? Ich suche einfach jemanden, der mich versteht. Sehr gut, heute finden wir die. Ihr wisst, ohne unsere Partner wäre das Blind Date. Abonniert den Kreis, denn unter Wahl 5 Weihnachtspartnerin aus Ampion. Okay, mal gucken. Oh, Bruder, ich seh schon zerlatschende Air Force, Bruder. Ich habe gar keine Lust mehr. Ich sehe irgendwelche wirklich zerlatschende Air Force, Bruder. Ich habe schon keine Lust mehr. 3, 2, 1. Was ist dein erster Eindruck? Sehr verschieden. Von ja, ne? Sneaker zu High Heels. Zu Turnschuhen. Meisten auf jeden Fall entspannter. Genau. Wie stehst du zu so offenen... Ist nicht weiße Zehennägel so ein Ding? Bruder, bitte hol mir Salim Montari jetzt hierher, Bruder. Er soll diese Füße bewerten. Hol mir Salim Montari jetzt sofort hierher. Er soll diese Füße bewerten. Ey, ich habe zum Glück keinen Fußfetisch oder sonst irgendwas, ja? Ich habe gar nichts davon. Okay? Aber ich weiß, das, was ich eigentlich immer von der besten Seite präsentieren sollte. So. Wisst ihr, ich meine, deswegen eigentlich erstmal sowas abdecken. So. Aber Bruder, vor allem hier, ist überhaupt weißer Nagellack drauf? Bruder, das sieht einfach aus wie dieser SpongeBob-Zeh von dieser einen Folge. Like, god damn. Ey, ich kann Leute nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie Leute Fußfetisch haben. Wirklich. Ja, also stehen viele drauf so. Ja. Also, ich bin auch ehrlich, also gepflegte, schöne Füße sind gut. Also, ich bin nicht, davon nicht abgeneigt davon, sagen wir mal so. Ich würde jetzt erstmal jeden so nach Alter und Namen fragen. Okay, perfekt. Okay. Das ist so sympa- das ist eigentlich voll smart. Das hat niemand hat bis jetzt so angefangen. Was? Hat noch niemand nach dem Namen und Alter gefragt? Kandidatin Nummer 1. Wie alt bist du und wie heißt du? Mhm. Ich bin 18 Jahre alt und heiße Ellie. 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 Ich heiße Emily und bin 20. Ellie, Emily. Kandidatin 3. Ich heiße Emily und bin 18. Also. Zwei Emilys. Ja. Mit 18 solche toten Hi, ich Füße. Ich bin Anne und ich bin 28. Oh, die Stimme fand ich gut. Oder? Ich heiße Anne und ich bin 24. Ellie. Die war schon mal N, da, glaube ich. A-N-N. So American. N. N. Ah. Ich heiße Sophia und ich bin 24. Okay. Ich heiße Nora und bin 24. Nein. Wie hat der Bruder sich reingeschlichen? Nein, warte mal. Wer hat den Bruder reingesneakt? Wer will Riton hochnehmen? Das ist nicht Nora, das ist Noah, Digga. Nein. Bruder. Nein. Bro hat sich irgendwie reingesneakt. Who let Bro in, bruh? Jemand will Riton irgendwas Böses. 24. Wie war der Name? Nora. Kannst du auf der Basis schon jemanden rausvoten? Oder möchtest du... Hey, wenn er jetzt schon 7 raushaut, ne, dann wissen wir ganz genau, warum. Ich will noch eine Frage stellen. Schon hart, ne? Ist schon hart. Was ist eurer Meinung nach eure größte Schwäche? Kandidatin 1, was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist es... Oh Gott. Ich denke mal... sehr offen mit Menschen zu reden. Wie findest du also schüchterne?
Ich finde schüchtern interessant, weil man kann das nicht so einschätzen immer, ob sie jetzt in sich eingekehrt ist oder nur kurz schüchtern ist und dann lockerer wird. Mhm. Aber ist jetzt für mich nicht schlimm. Okay. Kandidatin 2, was ist deine Schwäche? Dass ich sehr impulsiv bin und sehr temperamentvoll. Okay. Temperament ist gut. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad. Kandidatin 3, was ist deine Schwäche? Bei mir ist das komplette Gegenteil von Kandidatin 1. Also ich bin zu... Oh, Dan, ich küsse dein Herz. Danke für den Raid, ja? Ich bin gern zu viel über mich. Am Anfang zu viel von einem zu erzählen, ist auch so ein bisschen schlecht. Ja. Ich weiß, so, du weißt ja nicht, wer die Person ist, wenn du jemanden neu kennenlernst. Ja. Ob das gut Shout ist, out Dan the man, bro. Come on. Da immer so langsam Step by Step angehen. Ist ja jetzt nicht so schlimm, dass sie es macht, aber ich würde es persönlich auch nicht machen. Ja, okay. Ich erzähle, glaube ich, wirklich meinen Freunden und alle anderen kriegen nichts mit. Ja, so ist es auch bei mir. Ja. Ich bin ein sehr krasser Bauchgefühlsmensch. Das heißt, ich mache immer alles, was mir gerade gut tut und worauf ich gerade Lust habe, was manchmal schwierig ist, weil manche Dinge müssen auch einfach mit Kopf erledigt werden. Oh, die müssen also einfach auf die Kacke hauen. Mhm. Ich habe jetzt Bock, das zu machen, dann macht sie es. Ist gefährlich. Mhm. Schwierig, okay? Kandidatin 5? Ja, ich bin zu emotional. Ich kann sehr aggressiv werden, ich kann sehr viel heulen, aber ich komme auch sehr schnell runter. Bisschen Dialekt, ja? Ja, ich komm aus der Ukraine, aber ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Deutschland. Ja, aber für 2 Jahre unnormal gutes Deutsch. Richtig gut. Ja. Findest du so Dialekt? Geisteskrank. Ich finde Dialekt süß. Ja, oder? Ja, ich hab's auch direkt rausgehört und sie wollte auch, hätte schon direkt... Geisteskrank. Nicht gesagt. Ich find's süß und vor allem 2 Jahre, das... Ja, sie muss auf jeden Fall intelligent sein, sag ich mal, um so schnell die Sprache zu können. Voll. Kandidatin 6? Meine größte Schwäche ist, dass meine Fußnägel nicht weiß lackiert sind. What? Ach, das ist also ihre... Okay. Du kriegst hier so richtig schnell so einen Ruf-Fact. Das ist Rito und er hat einen Fuß, bitte. Ja, ich wurde einfach schon abgestempelt. So. Okay, also sind deine Fuß nicht... Jetzt bin ich auf 7 gespannt, Chat. Nicht weiß lackiert. Kannst ja noch machen. Das ist ja... Also da kann man ja dran arbeiten, so, falls es in Erwägung gezogen wird, aber... Okay. Würdest du sie weiß lackieren? Für den richtigen Mann, ja. Das muss der richtige Mann sein. Genau. Kandidatin 7, was ist deine Schwäche? Ich würde sagen, meine größte Schwäche ist es, dass ich ganz stark FOMO habe. Also wenn meine Freunde irgendwie sagen, okay, wir gehen da und dahin, 17 Uhr, dann bin ich 16.50 Uhr da. Außer heute, da war ich zu spät, aber das muss ja keiner wissen. Ich wollte gerade sagen, irgendwer war heute hier auf jeden Fall zu spät. Ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Nee, es war jemand anderes. Bruder. Ey, Chat, nein. Das ist Roberto. Das ist Roberto. Bruder, irgendjemand hat den reingesneakt, Digga. Bro dachte, das ist einfach eine Pyjama-Party. Einfach Gay Bestie auf den. Bist du so viel unterwegs? Ah, ich hasse, also wirklich, ich bin der aggressivste Typ, wenn ich zu einem Kollegen fahre und der zum Beispiel sagt, ja, ich bin schon draußen und warte. Dann fahre ich vor die Haustür, kein Kollege in Sicht und dann warte ich noch 20 Minuten und ich bin extra noch zu spät ein bisschen losgefahren, weil ich weiß, der kommt zu spät raus und dann extra noch draußen warten. Also ich hasse Menschen, die zu spät kommen. Ich mag das gar nicht. Ich bin auch manchmal zu spät. Okay. Das ist eine Respektsache. Basierend auf diesen Antworten. Er wird 7 rauswerfen, sofort. Krass. Er wird 7 rauswerfen, ohne die reden. Ihr seid alle lieb und ich würde, glaube ich, sagen, die Vorletzte, die gesagt hat, dass ihre Schwäche ist, dass sie keine weiß lackierten Fußnägel hat. Nicht, weil sie keine weiß lackierten Fußnägel hat. Was? Na. 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 Bro will irgendwas sagen, glaube ich. Sondern weil ich weiß, es gibt bestimmt viel tiefsinnigere Schwächen an einer Person. Fandest du ein bisschen banal? Ich fand's ein bisschen banal. Bisschen langweilig. Genau. Bruder, er steht doch die ganze Zeit so da, Kandidatin ne? Kandidatin 6, du kannst ja vorkommen. Okay, mal gucken. Mal gucken, ob das bereuen wird. Hallo. Hi. Wie geht's? Hi. Ganz gut. Oh. Aber, also jetzt, wenn man jetzt die Schuhe betrachtet und das Teil passt, ne? Ja, passt. Was Dankeschön. Oben alles ist, sieht gut aus. Es vibet doch irgendwie so mit den Farben braun und grün, ist auch passt irgendwie nice. Ja, naja. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. War schön. Vielleicht findest du ja die eine. Hoffentlich. Ja. Sehen die gut aus? Ja, ja, ne? Auf jeden Fall. Sind alle super. Nice. Ja, dann setz dich ruhig aufs Sofa. Tschüss. Ach, die war ja sympathisch. Die war sehr sympathisch. Okay. Ha, nächste Runde. Nächste Runde, let's go. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oder Chat, ich glaube, er hat es extra gemacht, die nicht direkt rauszuwählen, auf den, dass er nicht gecancelt wird und sonst was. Weil wir wissen ja, der ist ja sehr vorsichtig, was das damit angeht. So, wisst ihr, ich meine?
damit der so ein bisschen Pluspunkte, so wisst ihr, ich meine, ich glaube, er wird ihn jetzt rauswerfen oder in der nächsten. Wisst ihr, ich meine? Ist schon schlau von ihm eigentlich. 3, 2, 1, tada! Okay, das ist auch krass unterschiedlich. Bruder, nein, 7, Bruder. Welches Outfit sticht dir so direkt an? Mit den Stiefeln. Ja, wusste ich. Gefällt mir unnormal. Ja, mir auch. Sieht sehr gut aus. Okay, Chat, was sagt ihr? Von 1 bis 6, was für ein Outfit gefällt euch am meisten? Welches Outfit gefällt euch am meisten, Chat? Von 1 bis 6. Welches Outfit sagt ihr, das ist sauber? Also ich sage Outfit... Bruder, dadurch, dass ich von Outfit 3 schon die Nägel gesehen habe, kann sie es nicht sein, Digga. Und von solchen Outfits, von so Streetwear-Outfits, muss man halt wirklich so auch Oberteil und sonst was angucken, damit man sieht, wie sie es kombiniert. Aber dann würde ich auch mitgehen und sagen, dass 5 das beste Outfit hat. Soweit. Was sagt ihr, Chat? 2. Ja. Type shit. Aber mit den hohen Schuhen hier auch, die freien, also die offenen hohen Schuhen, gefällt mir auch sehr, das blaue Kleid. Okay, du findest so girly girls besser. Das hier gerade gefällt mir. Mhm. Aber ich mag auch immer noch die Nummer 2 sehr, okay, mit den Jeans. Hast du eine Frage? Ich habe eine komische Frage. Jetzt kommt's. Ich bin ein sehr, wie soll man sagen, leidenschaftlicher Wassertrinker, stilles Wasser. Und ich wollte einmal fragen, welches Wasser trinkt ihr? Das sagt sehr viel aus über einen Menschen, finde ich. Okay. Chat, es ist mir egal, was ihr sagt, ne? Das beste Wasser, was es gibt, ist Saskia-Wasser. Saskia auf die verdammte 1. Saskia auf die verdammte 1. Bruder, also Saskia, das Geile an Saskia ist, es ist einfach Billigwasser. Also es ist nicht mal teuer oder sowas. Wisst ihr, ich meine, im Gegensatz zu diesen Fiji Water oder weiß als ich schon. Aber es schmeckt einfach zu krank. Es schmeckt zu krank, Chat. Wirklich. Und das schon seit 10 Jahren, Bruder. Ich finde, keine andere Wassermarke schmeckt besser als Saskia. Richtig. So. Einmal Nummer 1. Für diejenigen, die auf TikTok sind, kommt rüber auf Twitch. Da bin ich gerade live am Stream. Leroy 2 Real heißt ich da. Okay. Dann sehe ich auch, was ihr in den Chat reinschreibt. Weil auf TikTok sehe ich es nicht, deswegen kommt drüber. Link ist auch dazu in der Bio. Welches Wasser trinkst du? Ich habe zu Hause dieses Soda-Stream. Ah, so okay, das geht auch. Das geht auch. Also das Leitungswasser dann. Weil wir stellen das immer in den Kühlschrank und das ist wirklich das beste Wasser, was man trinken kann. Findest du schlimm? Leitungswasser. Ja, Soda-Stream ist schon so, ist schon komisch. Ja, was findest du an Soda-Stream so schlimm? Ich finde es nicht schlimm, aber das erinnert mich irgendwie immer an meine Schulzeit, immer so die so ein bisschen weirden Leute hatten so Soda-Stream. Diese Becher, diese Riesendinger. Weißt du, ich habe so einen kleinen Trauma davon. So. Ich trinke aber immer nur Wasser aus der Leitung. Ja? Ich finde das so eine Geldverschwendung irgendwie. Ich trinke kein Wasser aus der Leitung. Was? Oha! Nein, ich habe so Kalk und so. So ist ungesund. Doch, es gibt doch einen Wasserfilter. Gibt's, ja. Ich bleib bei meinem gekauften Wasser. Okay, fine. Bros, the Diva. Welches Wasser trinkst du? Also ich bin auch leidenschaftliche Wassertrinkerin und ich trinke am liebsten stilles Wasser von Volvic. Teuer. Ja. Teures Wasser. Das heißt, hohe Ansprüche. Oder viel Geld. Bro ist wirklich ein Deutscher, ne? Dass er die ganze Zeit so dasteht. Aber Volvic hatten immer so die wirklich. Ja, das waren immer so die Familien, wo die Eltern immer gesagt haben, ach, ist egal. Ist egal, kauf dir Wasser. Nehmen wir Volvic, ach, schönste Flasche. Kandidatin 3, was nimmst du für Wasser? Also ich trinke immer Ja-Wasser. Ja, also das Ja-Wasser. Ist mein Lieblingswasser. Okay. Also Ja-Wasser ist so Nein. Ja. Ja, das ist, hast du dein Leben im Griff? Nein, geht's dir gut? Geht es dir gut? Kandidatin 4, was trinkst du für Wasser? Ich bin tatsächlich auch Team Volvic. Kandidatin 5, was trinkst du? Ich muss dich enttäuschen, ich trinke tatsächlich Leitungswasser, aber ich habe auch diesen Wasserfilter zu Hause.
Keiner trinkt okay. Saskia? Akzent ein bisschen, ne? Das ist die gleiche. Ich bin immer noch ich, die Anne aus der Ukraine. Wer war das jetzt? Ach so, ja, die ist ja Ukraine. Bro, hat es schon vergessen. Schade. Welches Wasser trinkst du? Also, ich muss mit Wolwig zustimmen, dass es fetzt, aber ich komme ursprünglich aus Bayern und da konnte man das Leitungswasser wirklich trinken. Das stelle ich mir auch irgendwie so gut vor. Das Leitungswasser fließt dann irgendwie so durch die Berge und Gletscher. Ja, und dann kommt da irgendwie noch ein Abfluss von der Toilette noch zwischen oder so. Da kann auf jeden Fall einiges mit dabei sein. Deswegen, ich bin skeptisch bei Leitungswasser, aber okay, interessant. Sehr interessant. Okay, aber jetzt viel wichtiger, welches Wasser trinkst du und was ist ein ganz schlimmes Wasser? Ich habe gehofft, dass das jemand sagt. Saskia. Ich bin leidenschaftlicher Saskia-Wassertrinker. Come on! Come on! Also, Chat, ich mein's ernst, wer kein, also wirklich, Saskia ist wirklich die Eins. Also, Preis-Leistung stimmt, es schmeckt gut, in allen Variationen, ob das still, medium, klassik ist, ja. Unbezahlte Werbung, Chat. Aber Saskia for the win, bruh. Aye. Saskia for the win. Warum holen wir eigentlich die ganze Medium? Still schmeckt sogar besser. Das beste Wasser. Und das Wasser, was gar nicht geht, ist für mich dieses Quellbrunnen von Edeka oder was das, wie man das nennt. Was ist denn daran so schlimm? Ich weiß, in Gerolsteiner? Ich weiß nicht. Gerolsteiner. Nein, Gerold Steiner ist auch Arsch, Digga. Schmeckt nach Metall oder so. Aber okay, wessen Antwort fandest du jetzt am schlimmsten? Nummer 3, aber du findest Nummer 3 ist Outfit cute. Was steht da? Was ist das für ein Tattoo? Sieht man das? Lekeno... Tehasmas. Lekenoamat Tehasmas Fuerte. Ja, kann ich jetzt nicht zu gut anfangen, ne? Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ah, cute. Das ein süßer Spruch. Ja, das ist cute. Chat, wen denkt ihr, wird da rauswählen? 1 bis 6. Wer denkt, die wird rausfliegen? Also, ich sag euch ganz ehrlich, er wird 6, glaube ich, noch nicht rauswerfen. Extra. Taktische Gründe. Taktische Gründe, Chat. Taktische Gründe. Für diejenigen, die auf TikTok sind, kommt rüber auf Twitch, dann sehe ich, was sie auch reinschreibt bei den Abstimmungen alles. Ich sehe den TikTok-Chat nicht. Ja. Deswegen kommt rüber auf Twitch, LeoToReal heiße ich da. Bin da gerade live am Stream. Link ist auch dazu in der Bio. Dann sehe ich auch, was ihr reinschreibt. Nummer 1 hat mir nicht so gefallen mit SodaStream. Oder er lässt extra noch weiter. Hast du schon mal gekauft wegen dem SodaStream? Nein. Nee, ich auch noch nicht. Naja. Ist schon tough. Das erste Mal, ja. Ist schon tough. Okay, Kandidaten. Demi, ich küsse dein Herz. Dank für die Cheers. Hallo. Hi. Hi. Ich bin Riton. Elli. Freue mich, dass du da warst. Sorry, dass ich dich jetzt wegen deinem Solarstream rausgewählt habe. Ja, alles das tut gut. Mir echt leid. Tschüss. Warte, die sieht aus wie 16. Da hast du ein Herz gebrochen. Wegen Leitungswasser. Ja, also. Schon sehr awkward. Okay, du hast noch ich hab mal fünf Leute über. Eine Frage. Ja. Die Nummer 5, ich weiß nicht, hat eine tiefere Stimme, ne? Aha. Nummer 5, kannst du mal erzählen, was du so in deiner Freizeit machst? Warte! Leute über. Eine Frage. Die Nummer 5, ich weiß nicht, hat eine tiefere Stimme, ne? Bro, fällt es erst jetzt auf? Es fällt ihm erst nach 12 Minuten auf! Ich bitte dich! Tu doch nicht so! Tu doch nicht so! Nummer 5, kannst du mal erzählen, was du so in deiner Freizeit machst? Ich bin Content Creatorin und viel unterwegs. Ich. Ey, er realisiert es jetzt, Bruder! Was? Was? Guckt euch den Gesichtsausdruck an! Nähe? Nähe. Also, wie hat die gerade gelacht? Nähe. Ich bin Content Creatorin und viel unterwegs. Ich. Nähe. Nähe? Nähe. Also stabil so. Stabile Stimme. Stabile Stimme, stabiles, wie soll man sagen, so stabile Beine so. Ey, nein, Chat, ihr könnt mir nicht sagen, dass er es erst jetzt checkt. Also ich bitte dich. Als sie ihr Alter und Namen gesagt hat, da wusste man direkt. Sie sagt Nora, das ist Noah, Bruder. Das ist keine Nora. So stabil, muskulös. Ich
bin eine stabile also Schwester, kann man sagen. Trainierst du? Du bist ein stabiler Bruder, meinst du? Nee, ich laufe einfach nur sehr viel. In Bayern gab es keine Busse. Ah. Ich hab's gesehen. Du darfst noch eine Frage stellen. Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Was ist das Peinlichste, was euch jemals auf einem Date passiert ist? Okay, das ist interessant. Also wirklich, egal wie schlimm die Story ist, ich will sie hören. Ich glaube, dass wir essen waren und er was am Mund hatte, aber es war mir zu unangenehm, ihm das zu sagen. Das ist schlimm. Das ist cringe. Schlimm. Ich würde es auch nicht tun. Und dann warum sagt man es nicht einfach? Ich hatte die ganze Zeit am Mund und ich habe die ganze Zeit drauf geguckt, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, bis der Kellner dann irgendwann kam. Ich fühle, dass er das ist genau so. Bruder, nein, warte mal. Jetzt mal ohne Witz. Warum kann man das nicht einfach sagen? Du hast da was am Mund. Das ist doch was ganz Normales, hä? Wenn jemand so einen Popel aus der Nase hängen hat, ja. Ich könnte niemals sagen, ey, du hast einen Popel in der Nase. Nee, ich auch nicht. Scheiße. Okay, aber guter Punkt. Kandidatin 2, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist auf dem Date? Ich war was essen und der Teller war ein bisschen über den Rand und ich habe geschnitten und da war halt Suppe drin. Und mir ist die komplette heiße Suppe über mein Bein gelaufen und meine kompletten Klamotten waren voller Suppe. Und was habt ihr dann danach gemacht? Also wie hat der Typ reagiert? Ich habe fast angefangen zu weinen, ich habe mich entschuldigt. Oh. Er meint so, ob ich zum Arzt muss oder sowas. Ich meinte, nein, alles gut. Dann habe ich mir eine neue bestellt. Und dann sind wir später nach Hause gefahren. Ich habe mich im Badezimmer abgetrocknet. Das ist voll die unangenehme Story, aber könnte so voll der Anfang ist eine richtig guten Love Story. So eine richtig gute Love Story sein, genau. Ja, das ist so. Was? Geht's dir gut? Nummer 2? Ja. Naja, gut, das ist eigentlich cute. Ist eine süße Story, aber habt ihr euch danach nochmal gesehen? Nein. Okay. Bro hat fertig gemacht, hä? Sie hat gesagt, sie hat sich in seinem Badezimmer da fertig gemacht. Bro hat fertig gemacht, hat gesagt, ich will dich nie wiedersehen. Schade. Hat ihm wohl nicht gefallen. Kandidatin 3, was ist das Peinlichste, was dir hier passiert ist beim Date? Aber das Weirdeste, was mal war, dass wir eigentlich einfach gar nicht den gleichen Vibe hatten, auch nicht den gleichen Humor und es war einfach nur komisch. Mhm. Aber wir haben es so umgedreht, dass wir einfach darüber geredet haben, wie komisch es ist und haben dann trotzdem noch ein Stündchen Zeit verbracht und fanden es einfach lustig. Die haben also Zeit verbracht, weil es komisch war, ja. Um darüber zu reden, wie komisch es eigentlich ist. Ja, ja und dann hat man eine Connection und findet es wieder lustig. Also einfach auf entspannt. Sie hat einen Punkt angesprochen, den ich auch sehr wichtig finde. Das unterschreibe ich auch so. Es ist wirklich immer erst was peinlich, wenn man es peinlich, so nämlich. Peinlich aussehen lässt, beziehungsweise sich schämt. Weil ich könnte, also wortwörtlich, man kann sich jetzt auch hier einscheißen, ne? Ja. Wenn du drüber lachst und sagst, ja, habe ich wieder eingekackt, ne? Und dann ist, dann ist es nicht peinlich. Ja, also solange du irgendwas cool überspielst und nicht anmerken lässt, dass es dich dir peinlich ist. Ja. In eine unangenehme Situation versetzt, dann ist wirklich nichts peinlich eigentlich. Ja, oder einfach ansprechen. Genau. Ja, sehr gut. Kandidatin 4, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Ja, bei mir war das auch beim Essen. Das war das erste Date mit dem Typen, wir haben das Essen bekommen und der Typ war nach 2 Sekunden fertig mit seinem Essen. Dann hat er so rübergeguckt zu meinem Essen. Ich war so, nee, ich esse weiter. Und er hat, weißt du, es gibt diese Körbe und da ist Brotscheiben drin und alles. Ja. Der hat das alles komplett aufgegessen. Und dann war ich so halb fertig mit meinem Thunfischsalat und dann fragt mich so, okay, bist du jetzt fertig? Ich war so, ja, okay. Und er nimmt direkt meinen Teller zu sich rüber und isst das alles auf. Na. Ey, Bro, hat zu Hause kein Essen. What? Nein, oh der Gott, wie unangenehm. Der hatte mies Hunger. Wie unangenehm. Der wollte das Geld, was wahrscheinlich... Weil der hat gesagt, dass er lädt mich ein und ich glaube, der wollte jetzt einfach... Er wollte es rausholen. Genau. Er wollte, dass sich das Ausgeben auch lohnt, ne? Würdest du beim ersten Date fragen, kann ich das auch noch haben? Nein, niemals. Niemals. Auch nicht, ich würde sogar sagen, so, iss mal. Ja, so, iss doch auf, isst wir auf, Zeit. Wir haben Zeit und so. Aber ich würde niemals sagen, kann ich da jetzt auch noch essen? Vor allem, wenn du so mampfst. Ja, boah, wie unangenehm. Wie teuer war das Essen? Ich glaube, so insgesamt so 40, 50 Euro. Der wollte auf jeden Fall mindestens 60% wieder. Er hat gedacht, heute habe ich noch nichts gegessen. Rainer, erzähl ruhig, ich bin okay. Chef. Kandidatin Nummer 5. Was ist das Peinlichste, was dir passiert ist? Einmal hat mir ein Kerl eine Ärztin empfohlen und es war am Ende seine Schwester und er saß mit im Raum, während ich zur Ärztin gehen wollte. Bro, was haben die immer für Stories? Chat. Was denn das ist? Ist der branischen Typ, ja! War das meine erste denn? Also eine, zu der du wegen privaten Sachen gehst und nicht wegen so einer Erkältung, deswegen war das umso unangenehmer. Sagen was wir. Mein,
ich habe körperlich oder geistig? Körperlich, ja, ja. Also ich habe einfach am Ende gesagt, ich habe Magen-Darm als Ausrede, um nicht darüber mit ihr jetzt reden zu müssen, vor ihm, was ich habe. Ja. Unangenehm. Hä? Hä? Was war das für ein Arzt? Intimbereicharzt? Intimbereicharzt? Ja, Gynäkologe. Gynäkologe. Wie unangenehm. Okay, das ist sehr unangenehm. Gynäkologe? Ey, warte mal, Gynäkologe ist doch... Ey, ich war auch alles in seinem Kopf. Der weiß gerade nicht, in welcher Schublade er zuordnen soll. Der will safe, das denkt sich safe gerade jetzt Gynäkologe Mann oder Frauenarzt auf den. Untenrum. Oh, warte mal. Heißt das, wie heißt das? Heißt das allgemein für Männer? Gynäkologe ist, glaube ich, Frauenarzt. Ist Frauenarzt, ne? Ja. Okay. Okay, basiert auf die... Chat, bitte guck mal sein Gesicht. Bitte! Ey, nein, ich verstehe, aber ich verstehe es gerade auch nicht. Wie kann der Bruder, wenn er ein Ding dein Doin und hat, zum Frauenarzt gehen? Ich bin etwas verwirrt. Diesen Antworten musst du jetzt eine Person rauswählen. Wer schmeckt dir am wenigsten? Was hatte nochmal Nummer 1 gesagt? Was hattest du nochmal gesagt? Das mit dem Mund, also dass er was am Mund hatte. Ah. Stimmt. Oh, aber alle, also es hat niemand was Schlechtes gesagt. Ja. Ich bin ehrlich, ich fand das mit der Art-Story gerade ein bisschen weird. Ja. Komisch, aber witzig irgendwie. Ich würde die goldene Mitte nehmen, glaube ich, und die Nummer 3 rauswählen. Auch wenn die Antwort mir so gut ist. Ey, nein, Bro, mach das so extra, ne? Soll ich euch den Plot-Twist erzählen? Hau raus. Er wollte mich trotzdem am Ende küssen. Weirdo. Was? Der war ganz komisch. Das ist echt eine komische Story. Das ist echt komisch. Er dachte sich alles oder nix. Okay, Kandidatin 3, du kannst dann hervorkommen. Hallo. Okay. Hi, Jen. Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Oh. Bruder, was sind das für Umarmungen, bitte? Hallo. Hi, Jen. Hi. Alles gut? Bruder, da passen zwei Menschen zwischen denen durch. Was sind das für Umarmungen? Ja, bei dir? Oh. Achso, kennt ihr? Was? Wusstest du das? Ja. Oh, deswegen hast du sie so supportet, ne? Hä, klar. Sie findet mich aber wirklich cool. Ja, sie ist auch cool. Wirklich cool. Eine wirklich sehr coole Geschichte eigentlich, aber komisch, dass er dich küssen wollte noch am Ende. Ja, weird. Ja, er meinte, wenn es jetzt eh schon weird ist, dann alles oder nichts. Ja, wirklich. Aber cool, danke. Ja, ja. Danke. Setz dich da hin, chill. Ciao, ciao. Ja, sie ist cool. Da hast du was verpasst, mein Lieber. Oh, schade. Bro, there's no way, bro. Der Bruder ist auch einfach, Bruder. Er ist auch einfach 2 Meter groß. Der ist breiter als Riton, Bruder. Bruder, wie groß ist der? Na, Nummer 4 ist crazy. Nummer 4 ist wirklich crazy. Okay, 3, 2, 1. Tada! Bruder, Riton, ich glaube, Riton ist so um die 1,90. Guck mal, wenn wir das hier nur so abmessen. Bruder, die ist 2 Meter. Was ist dein erster Eindruck? Nummer 4. Was denkst du? Ist stabil. Also. Stabil. Ist stabil, ja. Nummer 1? Nummer 1 gefällt mir. So cowboyig irgendwie. Ja, irgendwas hat sie in der Hand, ne? Das ist ein Mikrofon. Ach so. Ey, Bruder, bitte schmeiß sie doch raus. Nummer 2 gefällt mir sehr. Hat anscheinend auch mehrere Tattoos. Ich finde das Tattoo hier so am Dekolleté. Sieht sehr schön aus. Tot. Und bei Nummer 3 sehe ich auch ein Tattoo, was mich gerade sehr schockt. Warte. Bullshit. Ja, habe ich. Ich habe mehrere eigentlich, aber du kannst jetzt nur Bullshit sehen. Und diesen Fisch mit dem Joint hier am Oberschenkel. Bruder, wisst ihr, was ich auch richtig komisch finde? So sinnlose Tattoos. Warum hast du einen Fisch mit einem Joint auf deinem Körper?
So, Tattoos sind schön, aber Bruder, was soll der Fisch mit einem Joint über dich aussagen? Wie tot ist das denn? Hättest du lieber diese Stiche gespart? Fisch also, mit einem Joint. Fisch mit einem Joint. Das heißt, da wird auf jeden Fall ein bisschen... Piebert. Das heißt, ich bin Fische vom Sternzeichen. Wirklich ehrlich, Butter bei die Fische hier. Ich habe noch nie gekifft und auch keinen Alkohol getrunken. Ja, auch keinen Schluck Alkohol? Nee. Boah, krass. Also, ich hab, glaube ich, einmal einen Schluck Bier probiert so. Habe ich so im Mund genommen und dann direkt ausgespuckt. Echt? Anyway, du hast eine Frage für die? Ich habe eine Frage für euch. Wie sieht euer typischer Samstagabend aus? Also es gibt zwei Optionen bei mir. Entweder mache ich es ganz entspannt auf der Couch mit einem Film und ein paar Snacks oder ich gehe feiern. Also es kommt immer auf meine Laune an. Es wechselt sich meistens ab. Kandidatin 2? Also meistens bin ich bei Freundinnen zu Hause, gucken Filme. Also bist du so ein Girly Girl. So. Ja, früher war ich auch öfter feiern, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist zurzeit nicht mehr so was für mich. Okay, also eigentlich auch Party Girl so. Ja. Okay, Kandidatin 3? Ja, so ein perfekter Samstagabend ist entweder so ein Insta-Ausflug für mich oder einfach produktiv sein zu Hause allein. Insta-Ausflug? Ja. Was ist ein Insta-Ausflug? Also ich meine so ein Ausflug zum coolen Spots, um Bilder zu machen mit ein paar Outfits oder so, ein bisschen Content für Instagram. Ach so. Bist du Instagrammerin? Ja, schon, ja, würde ich jetzt behaupten von mir. Wie viele Follower hast du? Ja, so 1200. Ey, wir leben in einer Welt seit TikTok. Seit TikTok, ne? Leute, sie sagt zu sich selbst, sie bezeichnet sich als Instagrammerin. Ich denke, sie sagt jetzt 120.000 oder so. Sie sagt 1200. Also, mich juckt es nicht. Mich juckt es nicht, wie viele Follower du hast, okay? Aber du kannst doch nicht ernst meinen, dich dahinstellen, sagen, du bist eine Instagrammerin und hast du 1200 Follower, Bruder. Bruder, das kann sie beim besten Willen nicht ernst meinen, Chat. Wie kann man sowas sagen? Das ist ja unglaublich tot. Okay, das ist ein Anfang. Ja. Kandidatin 4? Für so einen Samstag gibt es entweder die Option mit den Mädels, dass man einfach, wie gesagt, den Freitagabend noch verkraftet und zusammen einen Film guckt. Oder man ist da, wo die Gästeliste am nächsten ruft. Also ich bin kein wildes Partygirl, aber da, wo man mich haben möchte, bin ich immer gerne dabei. Also sie ist auf jeden Fall viel. There is no way, dass sie noch drin ist. Das ist abgesprochen, Chat. Das ist zu 100% abgesprochen. There is no way, bro. Sie sagt, dort, wo die Gästeliste am nächsten ist. Bro, und das ist kein Party Girl, sondern Party Boy. Wie oft gehst du so feiern? Ich gehe eigentlich, also wirklich, wenn es hochkommt, vielleicht... zweimal im Jahr. Okay, basierend auf diesen Aussagen musst du jetzt eine Person rauswerfen. Wenn der 4 nicht rauswirft. Ich wähle die Nummer 4 raus. Keine Lust auf Party mit ihr? Keine Lust auf Party. Ich bin lieber zu Hause. Mann, ja. Okay. Kandidatin 4, du kannst dann hervorkommen. Hey! Hallo! Ey, ich hab was im Auge, Chat, Mann. Chat, das hat mich Wolli gerade genommen. Ich mein's ernst. Diese hat mich gerade böse Wolli genommen. Na, alles gut? Ja, ich lebe noch. Es war eine harte Niederlage jetzt, Riton, okay. Sag ich dir, wie es ist. Aber, okay, tut mir leid. Ja, aber stabil. Aber, du auch. Komm her. Hat's Spaß gemacht? Bisher, ja. Okay, gut, freut mich. Ich feiere halt nicht so gerne, ne?
Ich bin lieber zu Hause. Wir können auf die Gamescom mit Gästeliste gehen. Ist gar kein Ding. Ich krieg es da rein. Gamescom bin ich leider auch nicht. Da habe ich was zu tun. Ey, Bro, der Bro will nicht City machen, Bruder. Selbst wenn sie sagt, ich ändere mich für dich. Ja, nee, ich gehe doch raus. Nein, aber danke, dass du da warst. Schade. Schade. Naja, keine große Liebe. Tja, aber wähl die richtige von denen. Okay, mache ich. Ciao, ciao. Tschüss. Wer ist denn die richtige? Das werden wir jetzt erfahren. In der nächsten Runde hast du eine weitere Frage. Die erste Frage. Oh mein Gott, Digga, das war hart. Hattet ihr schon mal was mit mehreren gleichzeitig? Kandidatin 1, hattest du schon mal Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser? Nein, hatte ich nicht. Und ich bin auch eher so, dass ich eine Beziehung zu jemandem aufbauen muss. Also es muss nicht Liebe sein, aber es muss schon sich wohlfühlen sein. Und deswegen könnte ich das, glaube ich, nicht. Aha. Oh, cute. Okay. Aha. Geschlechtsverkehr ist etwas so, das ist etwas Besonderes. Okay, heutzutage ist es nicht mehr so, aber für mich ist es immer noch besonders. Deswegen bin ich nicht so ein Typ für so Dreier oder Vierer oder so. Okay. Kandidatin 3, hattest du schon mal Dreier? Hatte ich leider noch nicht, aber ich bin sehr hyped auf ein Dreier. Hatte ich leider noch nicht? Kandidatin 3, hattest du schon mal Dreier? Hatte ich leider noch nicht, aber ich bin sehr hyped auf ein Dreier mit zwei Typen. Das ist so mein größter Traum. Wallahi, we finished. Das ist mein größter Traum, ist crazy, Bruder. Es tut mir leid. So, jeder wie er will, aber das ist crazy. Das ist mein größter Traum. Leute wollten damals Ärzte, Astronaut, Fußballer, Lehrer werden. Das war deren größter Traum. 2023 ist der größte Traum, ein Dreier mit zwei Typen zu haben. Ey, wallahi, we finished, bruh. Wallahi, we finished. Wallahi, we finished. Was? So im Sexleben, meine ich. Ach, das ist dein größter Traum. Aber so mein nächstes Ziel? Nächstes Ziel? Bruder, bitte, bitte gib das Mikro ab und sag gar nichts mehr. Nächstes Ziel? Leute haben eine Verlobung, einen Einzug, einen Umzug, einen nächsten Job oder sonst was als nächstes Ziel. Den Bachelor abzuschließen als nächstes Ziel. Ihr ist es ein Dreier zu haben. Nächstes Achievement so in deinem Leben. Ja, genau. Bruder, das ist sehr tot. Das ist sehr tot, dass sie noch noch dazu sagen. Das ist sehr tot. Hey, ich find's voll legitim. Die anderen beiden was? Waren halt so mega cute. Ja, ja, ich bin ehrlich, ich weiß, was zu tun ist. Von daher, wieso nicht? Was ist denn deine Erfahrung? Nee, auch noch nicht. Und würdest du gerne? Also, okay. Bruder, wie tot. Er muss drei rausziehen. Aber noch nicht. Oh, nein, auf gar keinen Fall. Ja, gerne. Ich, auf Grundlagen der Antworten, würde ich die Nummer 1, glaube ich, rauswählen. Du kannst wieder nach vorne kommen. Hallo. Ach ja. Mann. Gefällt mir. Dankeschön. Sieht süß aus. Jetzt bin ich leider raus. Eine schöne Brille. Ja, danke schön. Aber danke, dass du da warst. Sehr gerne. Dankeschön. Setz dich aufs Sofa. Ach, die sah so süß aus. Ja. Okay, wir wissen ganz genau, was Rita dann da sucht, wenn zwei gewinnt. Du hast zwei wunderschöne Frauen im Finale. Ja. Mhm. Du hast gut ausgewählt, finde ich. Finde ich auch. Du hast jetzt eine Frage noch und dann hast du deine große Liebe gefunden. Und ich erwarte eine Hochzeit. Habt ihr irgendeinen Fetisch? Und wenn ja, was für einen? Also was ich attraktiv finde, sind große Hände. Ich habe kleine Hände. Und ja. Kandidatin 2? Also 3 habe ich schon gesagt und dann noch eine Sache. Wenn so jemand von der Seite zuguckt, wie ich das mit einem anderen mache. Oder die hat so tote Antworten abgegeben, ne? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, Chat.
Das finde ich sexy, das macht mich an. Also, aber man muss eine Sache sagen, ne? Man muss eine Sache sagen, was für Eier die hat, dass sie das sagt. Auch sagt und dass man danach noch ihr Gesicht sehen wird, ne? Bruder, I could never bezeichne mich als Pussy oder sonst irgendwas, ne? I could never do that shit. Ich könnte niemals, selbst wenn es so stimmen würde, ich könnte es niemals bei so einem Format, wo ich weiß, dass 100.000 Aufrufe safe drin sind, es so sagen. Deswegen Respekt an sie, dass sie es einfach so kann, ne? Aber Bruder, das ist crazy. So muss nicht sein, wie gesagt, aber wenn es einmal klappt, so nicht geplant, sondern einfach so klappt, dann ist es halt cool. Hätte ich nichts dagegen. Jetzt sei halt nicht so brüde. Könntest du das? Könnte ich das? Mhm. Aber klar, nach Absprache mit meinem Partner. Wenn es ein Kollege ist von mir, dann glaube ich schon. Du könntest es mit einem Kumpel eher als mit einem Random. Ich glaube schon. Ja. Boah, das könnte ich nicht. Ich glaube lieber so, mit einem Random. Ist gut gerade, ist alles stabil. Sich gut nachfragen. Sich gut aus. Mach ein paar Bilder. Nee, okay. Alter, was? Nah, that's crazy. Okay, cool. Auf dieser Basis musst du jetzt eine rauswählen und damit hast du deine Gewinnerin. Okay. Aber ich glaube irgendwie, er wird trotzdem zwei nehmen, Chat. Ich glaube. Du glaubst. Es ist schwierig. Okay, Chat, wer denkt, die wird rausfliegen? Eins oder zwei, Chat. Also ich glaube, er wird zwei nehmen. Also eins wird rausfliegen. Ihr seid beide, wie soll man sagen, sehr verschieden. Mhm. Aber das ist gut, weil wenn ihr jetzt gleich werdet, wäre es langweilig. Ihr seid sehr verschieden. Aber ich glaube, dieses Mal gehe ich eher in eine andere Richtung. Und ich würde sagen, ich wähle die Nummer eins raus. Guck! Ich hab's euch gesagt. So, auf den. Der Bruder hat den Weg gemacht und so. Da will er auch was Gutes mitnehmen. So, Chat, hä? Du darfst hervorkommen. War doch klar. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's? Alles gut? Ja, dir? Auch. Süß. Du bist hübsch. Du auch. Dankeschön. Bitteschön. Tut mir leid, dass es leider nicht gereicht hat. Alles gut. Aber ich sag mal so, ihr seid beide auf eure eigene Art und Weise schön. Och, wie süß. Und jeder ist perfekt, auch jeder, der hier war, ihr seid alle... Bruder, ist doch okay, ich schick die da hinten. Und das ist alles hier sehr oberflächlich. Oh, wie süß. Wie er versucht, Pluspunkte zu machen. Ich versuch's irgendwo zu retten, ein bisschen. Ciao, ciao. Ciao. Bist du bereit für deine Traumfrau? Ich bin bereit für meine Traumfrau. Gewinnerin, ich hoffe, du weißt, worauf du dich gerade einlässt. Wie heiße ich? Ey, Bruder, also ich weiß erst, der kann mit ihr doch nur verlieren. Sie weiß nicht mal, wie er mehr heißt. Bruder, die Antwort, sie hat gesagt, sie ist Instagramerin mit 1200 Followern. Bruder, er hat verloren, er hat wirklich verloren, er hat verloren. Weißt du noch, wie ich heiße? Nein, warte mal. Der hat einfach ohne Reverse gemacht. Das weiß er auch nicht. Okay, sie hat den gerade hochgenommen, Bruder. Sie hat den gerade hochgenommen, weil sie die Zahl einfach ohne Reverse gemacht hat und er wusste es nicht. Er hat gerade hochgenommen. Das war unangenehm. Aber war gut gekontert. Ja. War gut gekontert, das ist schon mal... Okay, bist du bereit? Okay. Ich bin nervös. Okay. Die Gewinnerin kann jetzt hervorkommen. Hi. Hi. Wie ist alles gut? Ja, bei dir? Ja. Cute. Ein Dreier? Ich habe eine Freundin. Wie ist raus? Also, ich war mit zwei Typen. Mit zwei Typen. Ach so. Bruder, du kannst mir das noch nicht sagen. Sie kommt raus und sagt einfach direkt ein Dreier. Like, bro, what?
Oder nein, also so, ich unterstütze immer meine Brüder. Die sollen, so, ich wünsche denen nur das Beste und so auf denen, ne? Aber, Bruder, wenn er die wirklich fertig macht, ne? Dann verkauft er sich unter Wert, weil, wie wir sehen können, unser Bruder Riton sieht gut aus, okay? Und. Das lässt sich regeln. Tschüss! Ciao, ciao! Tschüss! Ey, Chat, nein, diese Folge hat mich aufgeregt. Die hat mich aufgeregt, Digga. Ich mein's ernst.